Zerklüftete Bergspitzen, weite Hochebenen, fruchtbare Almwiesen und dunkle Nadelwälder. Das ist der Naturpark Puetzgeißler. Er beherbergt und bewahrt ein einmaliges Natur- und Kulturerbe und ist in Südtirol zusammen mit den Naturparks Fannes, Sennes, Prax, Sechstner Dolomiten sowie Schlern-Rosengarten, dem Latemar und dem Blätterbach, Teil des UNESCO-Welterbes Dolomiten. Wenn der eisige Griff des Winters nachlässt, spielen die Berghühner auf zum Hochzeitstanz. Kommen sich zwei der schwarz-weiß-roten Ritter zu nahe, dann fliegen die Fetzen. Wem gilt das ganze Theater? Dem Weibchen, wem sonst? Was den Hähnen nicht alles einfällt, um sich so richtig in Szene zu setzen. Sonderlich interessiert scheint die Henne nicht zu sein. Aber das täuscht. Wer sich am eindrucksvollsten aufführt, wird der Vater ihrer Küken sein. Ungeduld erfasst die Natur. Die Krokusse haben unterm Schnee schon lange gewartet. Auch die Küchenschelle zeigt sich in ihrer vollen Schönheit. Der abgemagerte Rehbock hat andere Sorgen. Nach dem langen Winter muss er erst wieder zu Kräften kommen. Das Bild am Rande des Naturparks Puetzgeißler im Gardertal ist geprägt von kleinen Weilern, den Wiles in der Sprache der Ladiner. Die Wiles bestehen aus mehreren Gehöften, selten mehr als 10, die um einen kleinen Dorfplatz mit gemeinsamen Brunnen und gemeinsamer Backstube gebaut sind. Das ist das dörfliche Zentrum des Weilers. Im nahen Wald hat der Schwarzspecht entdeckt, dass der Fichtenstamm unter der gesunden Rinde faul und voller schmackhafter Holzameisen ist. Er hat den Baum aufgemeißelt und damit auch gleich dem kleinen Waldbaumläufer eine passende Nische für sein Nest gezimmert. Der Waldbaumläufer ist einer der kleinsten Vögel Europas. Sein Nest baut er aus Reisig, Tierhaaren und Federn in Baumspalten und Spechthüllen. Die Bergwiesen auf Medalges und unterm Peitlerkofel beeindrucken durch ihre Blumenpracht. Hier wird einmal im Jahr gemäht, wenn die Blumen ihre Samen verstreut haben und verblüht sind. Kunstdünger ist ein Fremdwort. Höchstens etwas Stallmist wird ausgebracht. Das ist das ganze Geheimnis von Vielfalt und Buntheit. Die anspruchslosen Bergblumen können sich nur ohne Dünger behaupten. Schwefelanemonen, südliches Lungenkraut und Schlüsselblumen, soweit das Auge reicht.
Jeder Monat bietet eine neue Augenweide, einen schier unerschöpflichen Blütengarten. Den Gämsen kommt das frische Grün sehr zugute. Die Strapazen des Winters sind überwunden, die Flanken der Tiere sind rund, die Kitze wachsen rasch heran. Das Murmeltier wundert sich über eine lange Menschenschlange, die da durch den Bergwald heraufkommt. Es sind Hunderte und lauter Männer. Das ist die traditionelle Prozession der Ladiner. 3 Tage lang wandern sie betend vom Gardertal bis zum Kloster Säben und wieder zurück. Ein Großteil der Naturparkregion wird von der Volksgruppe der Ladiner besiedelt. Sie sind die Nachfahren jener rätoromanischen Bevölkerung, die vor der Völkerwanderung vor 1500 Jahren große Teile der Alpen besiedelte. Die frommen Männer sind umgeben von Zeitzeugen aus der frühen Geschichte unserer Erde. Was hier in den Himmel aufragt, waren einst Landoberflächen und die Böden eines riesigen Meeres, das große Teile Mittel- und Südeuropas bedeckte. Die roten Schichten zeugen von Ablagerungen an Land während eines trockenen, wüstenhaften Klimas. Flüsse und Wildbäche verfrachteten Unmengen an Geröllen und Sand. Daraus entstanden die 200 Meter mächtigen Grödener Schichten. Die grauen, grünen und weißen Schichten hingegen wurden im flachen Meer abgelagert. Bellerophon- und Werfener Schichten. Es handelt sich dabei um Kalke, Mergel, Tonsteine und weiße Gipsbänke. Eine wichtige Lesehilfe für die Wissenschaft sind versteinerte Muscheln und Schnecken, die sogenannten Fossilien. Sie erlauben eine zeitliche Datierung der einzelnen Ablagerungen. Die Krönung der Dolomitenlandschaft sind jedoch die unverwechselbaren, imposant aufragenden grauen Dolomitmassive, die die Geologen bereits vor 150 Jahren als versteinerte Riffe erkannt haben. Die Geisler sind ein eindrucksvolles Beispiel dieses ehemaligen Unterwassergebirges. Was da aus der verkarsteten Hochebene Gardenaccia herausragt, wie ein Vulkankegel, ist der Col della Sonne. Aber er ist kein Vulkankegel, sondern er gehört zu den jüngsten Meeresablagerungen des Naturparks, den Puez-Schichten. Der Gipfel besteht aus hellem, älteren Dolomit und schützt vor Erosion. Im Naturpark Puez-Geisler sind wir also mittendrin im ständigen Werden und Vergehen. Besonders schön zu sehen ist es im Langental, einer ehemaligen Schlucht, die von den Gletschern der letzten Eiszeit ausgeräumt und ausgeschliffen wurde. Die verkarsteten, öden und wasserarmen Hochflächen, die an eine Mondlandschaft erinnern, sind von ganz besonderem Reiz für die Besucher des Naturparks.
In dieser rauen Welt auf Gardenaccia sind ganz andere Pflanzen zu Hause als unten im Tal oder an den Hängen. Stängelloses Leimkraut, der blaugrüne Steinbrech. Die Schopfteufelskralle oder die Moretti-Glockenblume. Neben den Blumen beleben die sogenannten Steinmandeln die Landschaft. Die Einheimischen haben sie vor langer Zeit zur Orientierung bei schlechtem Wetter errichtet. Wer weiß, wie viele ihr Leben diesen Wegweisern verdanken. Dem talwärts wandernden Blick fällt der Waldgürtel ins Auge. Der scharfe Kontrast zwischen den hellen Felsen und den tiefgrünen Nadelwäldern ist typisch für die Dolomiten. In den höheren Lagen bestimmt die Zirbe das Waldbild. Ihr Holz hat viel zum Wohlstand der Bergbevölkerung beigetragen. Es wurde für Schnitzereien verwendet, die in alle Welt exportiert wurden. Und natürlich hat jedes Haus, das auf sich hält, eine Zirbenstube. Früh erkannt, dass sich die Verebnungen in den Hochlagen gut für die Beweidung mit Haustieren eignen. Deshalb wurden dort schon vor 1000 und mehr Jahren große Waldflächen gerodet und in Almen umgewandelt. Damit hat der Mensch die natürliche Waldgrenze um etwa 200 Meter nach unten verschoben und wertvollen neuen Raum zum Wirtschaften gewonnen. Wo sich die Almwirtschaft zurückzieht, kehrt der Wald zurück. Das offene, weitläufige Landschaftsbild zwischen dem Waldgürtel und den schroffen Felswänden ist also nicht einfach Natur, sondern es verdankt seine Entstehung der zähen Tätigkeit vieler Generationen von Bergbauern. Die Peitlerwiesen oder die grünen Matten der Gampenalm, das alles ist Kulturland. Bis in unsere Tage muss vieles noch immer von Hand getan werden. Das Edelweiß ist in dieser naturnahen Landschaft häufig anzutreffen. Ganz anders als dieser kleine Vogel, der Mornell-Regenpfeifer. Eigentlich gehört er in die nordische Tundra. Doch hier auf den alpinen Hochflächen findet er ähnliche Lebensbedingungen und legt deshalb auf seinem Weg in den Süden gern eine Rast ein. Das Villnasser Brillenschaf, so benannt wegen seiner schwarzen Gesichtszeichnung, ist hingegen ständiger Sommergast auf der Hochebene Raschütz. Und auch den Pferden behagt es hier. Sie sind zähes Gras gewöhnt, schließlich stammen sie aus der Steppe.
Das Villnerstal, das grüne Herz des Naturparks, verschont von Aufstiegsanlagen, ist bekannt für seinen sanften Tourismus. Hier können sich die Gäste das ganze Jahr über in einer vom Massenrummel verschonten Natur- und Kulturlandschaft erholen. Aber welche Jahreszeit ist in den Bergen eigentlich die schönste? Darüber mag streiten, wer will. Für manche geht nichts über den bunten Herbst. Eingeleitet wird er vom Farbenwechsel der Lerchen. Akustisch begleitet wird der Herbstbeginn von den Hirschen. Dröhnend hallt ihr rauer Brunftschrei aus den Wäldern. Wer sie nicht nur hören, sondern auch sehen will, muss früh auf den Beinen sein und Glück haben. Die scheuen Tiere mögen es gar nicht, wenn man ihnen nahe kommt. Besichtigen, mit wie viel Raffinesse sich die Bergbauern einst die Wasserkraft zunutze machten. Ein ausgeklügeltes System von Schleusen, Holzrinnen und Stausperren sorgte dafür, dass 8 Getreidemühlen genügend Energie von ein und demselben Bach zugeführt bekamen. Über den Gipfeln der Dolomiten geht der Tag zur Neige. Wir haben einen winzigen Teil der Geheimnisse dieser Berge und die einzigartige, von der Natur und vom Menschen geschaffene Schönheit und Vielfalt dieser Landschaft entdeckt. Der Naturpark Puetzgeisler, das Geschichtsbuch der Erde. Es wartet darauf, gelesen zu werden.